Der Ökonom Henrik Zeberg warnt vor der größten Blase der letzten 100 Jahre und einem drohenden Krypto-Crash. In einem Interview erklärt Zeberg, dass die Marktkapitalisierung der Aktien fast doppelt so hoch sei wie 1929. Damals brach die Wirtschaft zusammen und die große Depression begann. Heute beträgt das Verhältnis 200%. Zebergs Prognose für Krypto ist düster. 99% der Kryptowährungen werden seiner Meinung nach implodieren. Er erwartet eine riesige Blase, die erst nach einem Anstieg von Bitcoin auf 115.000 US-Dollar platzen wird. Henrik Zeberg arbeitet für Swissblock und hat fast 150.000 Follower auf der Plattform X. Die Ängste vor einer Rezession in den USA wachsen, was erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben könnte. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo, geschrieben von Giacomo Maihofer.